Im Jahr 1997 gingen die ersten Exemplare der bis zu 220 Stundenkilometer schnellen Baureihe 101 bei der Deutschen Bahn AG in den Dienst. Diese ursprünglich für den Universaleinsatz konzipierten Drehstromlokomotiven wurden schlussendlich dem Bereich Fernverkehr der DB AG zugeordnet. Hier wurden sie fortan primär im schnellen Reisezugdienst eingesetzt und ersetzten die alternde Baureihe 103. Die großen, glatten Außenflächen eignen sich optimal zur Beklebung mit Werbung, was deutlich Farbe in das Erscheinungsbild der Baureihe brachte. Die Baureihe 101 wurde unter anderem bis 2021 als Triebfahrzeug für den München-Nürnberg-Express eingesetzt. Weiterhin konnten die Loks mit den ehemaligen Metropolitan-Express-Garnituren beobachtet werden, mit denen sie offiziell als ICE-Züge verkehrten. Die enorme Leistungsfähigkeit von 6400 Kilowatt in Kombination mit der hohen Geschwindigkeit der Loks führen im Plandienst zu Umläufen von 2000 Kilometern am Tag. Nachdem dieser 1000 Sasser der DB AG im vergangenen Jahr als Pico Expert Modell in der Spur H0 erschienen ist, präsentiert Pico jetzt das Spur N Modell, welches seinem Vorgänger in jeder Hinsicht gerecht wird. Die moderne Bauform der Lokomotive ist dem Vorbild ebenso exakt nachempfunden worden wie die verkehrsrote Lackierung inklusive DB-Keks. Darüber hinaus gibt das Modell den Bereich unter dem Lokkasten mitsamt der Zug- und Druckstangen und der fein gravierten, gehäuselosen Fahrmotoren in den Drehgestellen präzise wieder. Die detailliert ausgestaltete Pufferbohle, fein geätzte Trittstufen an der Front sowie perfekt bündige Scheiben komplettieren den hervorragenden ersten Eindruck. Der vorbildgetreu aufgeräumte Dachbereich überzeugt mit eleganten Metallstromabnehmern und dem Blick durch die Dachgitter auf die nachgebildeten Kühltürme. Zur Komplementierung liegen dem Modell zurüstbare Bremsschläuche sowie nachrüstbare Sonnenrollos bei. Im Inneren des Modells sorgt eine Kombination aus erprobter Antriebstechnik und moderner Elektronik für ausgezeichnete Fahreigenschaften. Kleinere anlagenbedingte Kontaktschwächen werden mit Hilfe des in der Lok eingebauten Kondensators kompensiert. Ein technisches Highlight ist die verbaute Führerstandsbeleuchtung. Diese ist, wie auch der fahrtrichtungsabhängige Lichtwechsel in Weiß-Rot, selbstverständlich in modernster LED-Technik ausgeführt. Zusätzlich ist die Lok mit einem digital steuerbaren Fernlicht ausgestattet. Das Soundmodell der Baureihe 101 ist mit einem passenden PSD XP5.1 Sounddecoder ausgestattet und trägt darüber hinaus das Siegel Pico Train Sound on Board, welches ein besonderes Sounderlebnis auf der Modellbahnanlage verspricht. Der neue, direkt am Original aufgenommene Sound überzeugt auf der ganzen Linie. Neben den Motorengeräuschen können verschiedene lokspezifische Sounds sowie Bahnhofsdurchsagen abgerufen werden. Sicherheitshinweis: Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt stehen. Störung, 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 Störung. Für eine einfache Digitalisierung verfügt die Analogversion über eine moderne Next 18 Digitalschnittstelle. Das Modell dieser bedeutenden Intercity-Lok verbindet höchstes Detaillierungsniveau mit besten Fahreigenschaften. Damit setzt Pico mit der Baureihe 101 einmal mehr Maßstäbe in der Baugröße N.